Bevor das Video beginnt, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir einen super coolen Discord haben, bei dem sich alles rund ums Gaming dreht. Dort findet ihr immer coole Mitspieler für eure Games. Außerdem veranstalten wir regelmäßig Events, bei denen ihr sogar echtes Geld gewinnen könnt. Jetzt viel Spaß mit dem Video. So, willkommen zum zweiten kleinen Zwischenvideo. Bevor wir am Donnerstag die großen Rollenverteilungssachen machen können, ist mir eingefallen, könnten wir erstmal in einem kleinen Zwischenvideo machen, dass wir per Command einer Nachricht mehrere Emojis hinzufügen können, also Reaktionen. Zum Beispiel hier so ein Haken. Genau, dazu machen wir ein neues Command. Das nennen wir addReaction oder so, oder einfach nur Reaction oder React Command. Dann leite ich euch etwas langsamer an das große Thema heran. Und dadurch schrumpft auch der Zeitaufwand am Donnerstag, weil an sich das meist schon da ist und wir es dann nur zusammenklatschen müssen. Na, hier ist Server Command. Wieder unimplement Message adden. So. Jetzt, was genau wollen wir machen? Wir wollen einen Befehl machen: React. Dann zum Beispiel den Channel, Hashtag Channel. Und brauchen wir den Channel überhaupt? Ja, brauchen wir. Und die Message-ID eventuell, also hier 01 irgendwas. Die bekommt man ja, indem man auf eine Nachricht hier rechtsklick, die kopieren. Oder wir können sogar direkt den Message-Link kopieren, dann hätten wir hier genau schon Server, Channel und Message-ID. Gut, den Server lassen wir mal weg, dann nehmen wir einfach den, wo es reingeschickt wurde. Aber Channel und Message-ID können wir auf jeden Fall hier reinnehmen. Und dann hinten dran beliebig viele Emojis, zum Beispiel hier den OK-Emoji oder so. Genau. Dann fangen wir an. Wir sollten diesmal also wirklich aufteilen. Das heißt, wir machen String Hilfe. Ich tippe schon wieder daneben. Ein String Array args ist message.get content. Machen wir ein können wir machen, genau, und das dann split. Mit Leerzeichen wieder. Ich bin gerade am überlegen, ob das überhaupt so schlau ist, weil wir hier von Message direkt auch den Ding bekommen. Get Mention Channels. Ja, aber den kriegen wir auch so. Das wird kein Problem sein. So, wir müssen uns strikt an dieses Format halten. Das heißt, das muss ich mal kurz benennen, das hier ist. Ups. Args 0. Gut, ein bisschen eng hier. Dann haben wir der Channel in args 1, die Message-ID in args 2 und alles da hinten dran sind dann unsere Emojis. Das heißt, args 0 können wir erstmal komplett weglassen. Jetzt tue ich es mal kurz hier wenden. Und dann filtern wir uns erstmal den Channel raus. If args 2, was mache ich denn hier jetzt mit if? Nee, wir brauchen die get jda.get guild by dir. Ich will aber die jetzige Guild.
Können wir die auch so kriegen? Ja, get guild. Get Channels, Text Channels. By ID. Ne, wir brauchen sie von beim Name. Oder bei Tag. Ah ne, das ist ein Member. Ist nur die Frage, ob das Hashtag dabei stehen darf. Wir probieren es. Machen wir args 1. Und das machen wir einfach mal voll. Nicht gleich null. Gibt es null überhaupt zurück? Nee, returns an empty list. Okay, dann. Punkt ist empty. Das Ganze verneinen. Also, wenn die Liste, die uns zurückgegeben wird, nicht empty ist und da einer drin steht, dann hätten wir es vorher speichern sollen. Dann kriegen wir auch den Text-Channel. Das wäre wahrscheinlich echt einfacher gewesen, hätten wir einfach uns den geben lassen. Ich glaube, das ist immer noch einfacher. Wir sagen, wir ignorieren einfach mal das Axe 2 und machen einfach Text-Channel TC oder so, weil da oben haben wir schon einen Channel. Ist message.get mentioned channels get 0. Aber wir sollten vorher prüfen, ob das. Nein. Ich habe wieder mich nicht vorbereitet, man merkt's. Channels ist message. Und get mentioned channels. If channels. Is empty. Das Ganze verneinen. So, dann nehmen wir nur den ersten, weil wenn man mehr reinschreibt, hat man selber verkackt. So, jetzt holen wir uns erstmal die Message ID String. Nenne ich sie einfach mal. Das ist args. 2. Die wollen wir jetzt zu einem Long parsen. Zum Try Long Message ID ist gleich Long.parse Long Message ID String. Und das könnte eine Number Format Exception sein. Ja. Probieren wir einfach das Schreiben und eine Fehlermeldung, wenn das nicht der Fall ist. Ich will es ein bisschen schneller machen, es sollte ein kurzes Video werden. Und jetzt haben wir eigentlich alles. Können wir uns die Message holen. Und das ist dann TC. Wir könnten sogar direkt hier das adden, okay. Ja, dann machen wir das doch direkt so, dass wir dann hier jetzt sagen for int i gleich 3 i kleiner args.length i plus plus und da machen wir jetzt dann tc. Add reaction by ID message. Das ist zum normalen Long Message ID und jetzt das Emote. An Emote is not the same as an Emoji. Ich habe erst einmal mit Emotes gearbeitet und ich habe schon wieder keine Ahnung davon. Das ist super. Um.
Da machen wir jetzt einfach das, was uns übergeben wurde. So. Mal gucken, ob das klappt. Vielleicht klappt es auch nicht. Vielleicht müssen wir dann noch irgendwas dran ändern mit der Emote-Klasse. Aber normalerweise könnte das auch so gleich klappen. Dann tun wir den. Haben wir alles? Ich glaube schon. Tun wir es mal hinzufügen zum Command Manager. This.commands.put. React new React Comment. Jetzt muss ich den Bot mal neu starten. Mal testen, ob das klappt. Ja, die kopieren. React Hashtag allgemein. Die Nummer und jetzt. Den da zum Beispiel. Bam. Da haben wir ihn. Kann man gleich gucken. Das kann man kopieren. Wenn ich jetzt hier auch mal Custom Emojis hinzufüge und ein paar normale Emojis. Na, da tut er nur einen normalen Emoji hinzufügen. Da ist dann die Frage, wie wir die Custom Emojis bekommen. Das geht wahrscheinlich dann nur. Der Bot kennt sie ja jetzt nicht, weil das ja unsere eigenen sind. Es wird wahrscheinlich nur gehen, wenn der Bot diese dann kennt. Das heißt, wir müssten sie in den Server selber hinzufügen. Dann müsste das aber auch genauso gehen. Ich überlege gerade, ich habe, glaube ich, gerade keine, wo wir es testen können, aber das können wir dann am Donnerstag probieren. Wenn es nicht geht, dann fixen. Ansonsten war es das jetzt. Ich probiere noch einmal, ob ich. Also wir machen es mal auf irgendeiner anderen Nachricht. Zum Beispiel hier auf dem. Wo wir direkt mehrere auf einmal hinzufügen können, dass es auch klappt. Und jetzt habe ich schon wieder einen Bannhammer genommen, der ist doch gar nicht drin. Ein Frosch und Hockey. Bam. Jetzt hat er aber nur zwei hinzugefügt. Das war definitiv normaler gewesen. Interessant, kann mein Fehler? Ja, es kann mein Fehler. Provided Unicode may not be empty. Was mag er da nicht? Unknown Emoji. Wieso denn Unknown Emoji? Oder war das jetzt gerade das mit dem externen? Das probieren wir gleich nochmal aus. Ja, hier nochmal anhängen. Machen dann ein Custom Emoji hin. Ja, machen erstmal das Field. Das geht nämlich. Das sind nur noch drei Fehler. Das hier sind dann die Fehler nur von den externen Emojis, weil er die nicht kennt. Da war jetzt kein Fehler. Bin ich nur gerade verwirrt, warum das ansonsten nicht geklappt hat. Natürlich nochmal. Ein paar hier unten hinzufügen. Ja, da hat es jetzt geklappt. Okay, ich habe keine Ahnung, warum das nicht da oben nicht gewollt hat. Ja, aber jetzt hat es auf jeden Fall geklappt. Hat er einen Fehler geworfen? Nein, sind nur noch drei. Naja. Den Rest schaffen wir dann alles am Donnerstag. Würde ich sagen, viel Spaß bis Donnerstag und ja.